Die könnte ich auch mal vielleicht ein bisschen beleuchten. So, dann nehmen wir uns hier Weizen raus und vermehren die erstmal. So, wir haben die jetzt vermehrt. Alle beide. Dann können wir jetzt wieder runtergehen. Das Wasser deaktivieren, sodass die runterrutschen. So, zack. Dann, wenn das Kind noch nicht runtergefallen ist, betätigen wir hier diesen Schieberegler. Zack, dann wird das kleine Kind hier rüber geschoben. Und wenn das Kind ausgewachsen ist, kann ich es mit der Lava töten. Erhöht Mensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Das hier ist die vierte, die sechste Folge schon. Und wie wir sehen, haben wir ein bisschen Drogenface. Es ist jetzt möglich, mit der 1.8 nochmal ein Layout über den Körper zu ziehen, den man übrigens hier ein- und ausschalten kann. Und ich fand es einfach mal witzig. Hier seht ihr es. Ich fand es einfach mal witzig, einfach so eine Abwechslung zu haben. Aber das wird natürlich nicht mein Standardskin, das ist natürlich nur so ein Funny Face. So, es ist einiges unter meinem Haus passiert, das möchte ich euch jetzt zeigen. Und ich halte die Folge heute noch ein bisschen kürzer als gestern, da es mittlerweile schon 20.15 Uhr ist und die Folge noch hochkommen soll. Und ja, so setzen wir unseren Helm erstmal auf. Ich weiß nicht, ob ich das gefilmt habe. Auf jeden Fall, glaube ich, habe ich wieder Dias gefunden. Wenn nicht, dann blende ich es euch jetzt ein. Und wenn ich es nicht gefunden habe, dann blende ich euch es eben nicht ein. Genau. Also, wie ihr wisst, wir gehen hier erstmal runter. Und das Erste, was wir sehen, ist, wir haben hier Gras, ja. Also, unsere Schafe hier haben leckeres Gras. Und hier waren ja für unsere Kühe drin. Die sind leider weg. Dafür haben wir jetzt hier Hühner, also so eine kleine Hühnerfarm, aber wir haben noch was viel, viel Besseres. Und zwar haben wir eine automatische Kuhfarm. Na gut, die ist jetzt nicht automatisch, aber ich demonstriere euch jetzt, wie die funktioniert. So, erstmal was essen hier. So, also, zuerst betätigen wir hier diesen Schalter. Danach werden die Kühe hier mit dem Wasser hochgespült. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Hier könnte ich auch mal vielleicht ein bisschen beleuchten. So, dann nehmen wir uns hier Weizen raus und vermehren die erstmal. So, wir haben die jetzt vermehrt. Alle beide. Dann können wir jetzt wieder runtergehen. Das Wasser deaktivieren, sodass die runterrutschen. So, zack. Dann, wenn das Kind noch nicht runtergefallen ist, betätigen wir hier diesen Schieberegler. Zack, dann wird das kleine Kind hier rüber geschoben. Und wenn das Kind ausgewachsen ist, kann ich es mit der Lava töten. Also das stirbt jetzt noch nicht, weil es eben unter dieser Lavagrenze ist. Aber alle ausgewachsenen Kühe, die da hier dann sind, werden dann automatisch gebraten. Dann fällt das Fleisch hier unten in diesen Hopper und dann habe ich hier schönes Fleisch. Gut, dann habe ich hier noch eine automatische, also eine vollautomatische Zuckerrohrfarm. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie das funktioniert. Und zwar nehmen wir uns hier mal einen Zuckerrohr raus. So, zack. Also, der wartet, bis es eins hochwächst. Und dann macht er so. Zack. Und es wird abgeholzt. Also, ich zeige euch das Ganze nochmal. So. Er nimmt hier eins so ein Zuckerrohr, wenn das wächst. Sagen wir mal, das wächst jetzt natürlich. Dann ist es hier oben. Zack. Er hackt es ab und das fällt dann da unten rein. Und gelangt dann quasi über den Hopper in die Kiste, hier. Ich finde das echt richtig cool. Und dann zeige ich euch jetzt noch was, was ich gemacht habe. Da werde ich auch noch eine automatische Schaf- und Hühnerfarm machen, sodass wir dann alle Farmarten hier unten haben. Da oben muss ich noch ein paar Kühe reinbekommen, weil sich das jetzt quasi ja noch nicht viel bringt. Ich müsste immer warten, bis die wieder paarungsfähig sind und so weiter. Dann, jetzt ist es noch nicht so effektiv. Aber wenn da oben mal alles brummt, dann brummt das Geschäft. So, gut. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar hier. Das Ganze hier ist eine komplett automatische Weizen- und Kartoffel- und hier und Karottenfarm.
Und zwar wird das dann so sein, jetzt leider kann ich es euch nicht vorführen, weil ich keine Villager habe. Hier wird dann so ein Farmer-Villager gehen und der wird dann so machen, so. Genau das wird er dann machen. Und zwar wird hier oben ein Villager-Freundchen, also auf dieser schwarzen Platte hier oben, kann man sehen, ja, auf dieser schwarzen Platte hier wird irgendein Villager stehen. Hier geht dann der Farmer-Villager rum und sammelt die Sachen ein. Wenn er zum Beispiel einen kompletten Stack hat oder ich glaube sein komplettes Inventar voll ist, dann geht er hier hin und wirft da oben seinem Freund das Essen zu. Da er aber daneben wirft, weil er zu weit oben steht, schmeißt er das dann nach hinten ins Wasser und das gelangt dann automatisch hier unten in der Kiste. Das muss ich dann noch ordentlicher ausbauen. Aber das ist quasi ein Prozess, der wirklich sehr, sehr cool ist. Ich werde das dann noch mit dem Ofen verbinden, dass es dann in den Ofen gelangt und dann zum Beispiel Kartoffeln auch gebraten werden. Die Frage ist jetzt nur, wie bekomme ich hier die Villager hin? Wir haben Villager im Dorf, die gehören jedoch GLP. Und die möchte ich ihm ungern wegnehmen und das dürfte man auch nicht. Und dann ist eben noch das Problem, ich denke, ich werde das so machen. Ich werde mir einfach so Zombie-Villager holen, die dann unten reinlocken, einsperren. Und dann habe ich extra so einen werfbaren Drang der Schwäche gemacht. Und auch noch einen goldenen Apfel, damit wir hier... Moment, der müsste hier drin sein. Nein, hier. Nee. Wo ist der? Wo ist der Drang? Ich habe hier irgendwo einen Drang. Ey, wo ist mein Drang? Hey, Feuer, Drang der Heilung und ihr habt ihn bestimmt schon gesehen und ich habe ihn bestimmt schon übersehen, aber irgendwie ist der weg. Wo ist der Drang, liebe Leute? Ich hatte einen Goldapfel und einen Drang, das weiß ich ganz genau. Ah. Also hier ist der... Ah, hier genau, hier oben. Ich muss zuerst den Drang der Schwäche auf den Villager-Zombie werfen und danach ihm den Goldapfel geben. Dann verwandelt er sich in einen Villager und das wird dann entweder ein Farmer und so weiter. Und ich brauche eben einen, der einen komplett braunen Anzug hat. Und der farmt dann eben, ich muss noch schauen. Also irgendwie werde ich versuchen, hier in meinem Haus den Zombie zu verwandeln oder den Zombie hier runter zu locken, dass der mir hier nachgeht. Und dann verwandle ich ihn erst hier im Feld oder andersrum, er ist da oben schon Villager und ich schmeiße ihn dann runter. Oder hier oben, da weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich da den Villager reinbekomme, aber irgendwie geht das immer. Mit einer Leine geht es ja leider nicht, leider Gottes. So, dann gehen wir da wieder schön hoch und ich glaube, es ist gerade Nacht. Nein, es ist sogar Tag, ja gut, dann können wir ja sogar mit Shader rausgehen. Ja, wow. So, genau. Wir könnten jetzt einfach mal den Shader ausmachen, dann ist es vielleicht ein bisschen heller und schöner für euch. So, erstmal hier hoch. In dieser Folge habe ich eigentlich keinen konkreten Plan, den ich durchziehen möchte. Ich möchte euch nur mal die neuen Gebäude der neuen Mitspieler zeigen und euch sagen, wer alles neu dabei ist. So, du stirbst jetzt erstmal. So, und du stirbst jetzt auch erstmal. Mal gucken, ist hier schon irgendein neuer hier auf dem Server? Nein, alle neuen sind offline. Und zwar auf dem Server neu dazugekommen sind Concrafter, Rohpilz, Wolkenkrieger, Quotenkaddel und wer noch? Wer ist noch neu auf dem Server? Welcher YouTuber ist noch neu? Ich weiß es gar nicht. Ich blende es euch einfach mal hier ein. Ich bin so schlecht im Namen merken. Aber auf jeden Fall kenne ich den. Ich kenne alle. So, und dann ist auf jeden Fall auch noch, sind noch 5 neue Zuschauer dazu gekommen. Also insgesamt waren es 10 Spieler. Das war dann einmal der Nachtheld-MC. Dann der, ich zeige euch einfach mal das Grundstück von denen. Dann könnt ihr das euch, glaube ich, besser vorstellen. So, Moment. Moment. So. Also hier geht es weiter zu den leeren Grundstücken.
Und da vorne seht ihr schon, wird schon fleißig gebaut von den neuen Leuten. Sind hier schon echt fleißig am Bauen. Mal gucken, wer hier wohnt. Ah, hier wohnt Cheeky. Hallo Cheeky, schönes Haus. So, hier, denke ich, fangen schon die neuen Grundstücke an. Denn hier wohnen Zektus und Moiré. Genau. Hier wohnen Zektus und Moiré. Dann gucken wir einfach mal weiter, wer hier noch alles wohnt. Leider Gottes habe ich mich davor nicht informiert, wo die ganzen Leute wohnen. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wo Wolkenkrieger wohnt. Genau, dann ist Sheng Bai. Der ist auch noch neu. Der ist ja auch auf dem Server. Hallo, willkommen. Und ich habe gestern sehr vielen Leuten ein Starterpack gegeben. Ein Diamant und ein bisschen was zu essen. Ja, das seht ihr mal, wie freundlich ich bin. Andere dealen mit Diamanten, als wären es die Kronjuwelen von sich selbst. Und ich deal die einfach so. Hey, Neulinge, ja, ich liebe den Diamant, ey. Ja, das sieht man mal, dass ich ein sehr sozialer Mensch bin. So. Und dann gehen wir da einfach mal wieder hoch. Ich muss schnell schauen, wie lange ich jetzt schon aufnehme. So. 11 Minuten, Leute, ne? Ich würde eigentlich die Folge gerne beenden. Ich habe euch jetzt nämlich gezeigt. Ich habe euch jetzt gezeigt, was ich alles heute so gebaut habe. Ich werde auf jeden Fall versuchen, es bis zur nächsten Folge zu schaffen, dass ich. Eben hier die Villager reinbekomme, dass die da schön farmen bei mir. Ich werde das auf jeden Fall auch filmen, wenn ich die Villager verwandeln werde, weil ich habe das selbst noch nie gemacht und ich möchte das gerne festhalten, diesen epischen Moment. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir bauen das hier noch schnell ab. Und dann setze ich mich hier schnell auf die Treppe und dann verabschiede ich mich auch schon von euch. Danke übrigens an die ganz coolen Fanarts, die ihr mir auf Twitter immer einsendet. Die finde ich wirklich so hübsch und ich gehe immer runter. Ja, setze ich hin. Okay, so. Auf Twitter sendet ihr mir nämlich immer sehr, sehr coole Fanarts und ihr sendet mir da immer so liebe Sachen. Twitter-Link ist in der Videobeschreibung, wenn ihr mir da folgen wollt. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge was Produktives machen. Und ich würde sagen, macht's gut, Leute. Haut rein, macht's gut und ciao.